letzte Runde für heute Abend. Gucken wir mal. Was? Der Invoker ist schon raus. Sagt, letzte Runde ist es jetzt für heute Abend, zumindest für den Teamspielen. Danach mache ich mal noch wahrscheinlich ein, zwei normale Runden. Mal gucken. Auf jeden Fall ist der Invoker für Ernie schon raus, schade. Und den OD, da, der hat ja vorhin gereicht, wie es aussieht. Shaker Offlane ist übrigens auch immer eine gute Option mit Impact und ist auch ein Held, der mir sehr liegt, auch auf der Offlane. Mir liegen eh, also nur mal so zu, tendenziell liegen mir oft die Control, die Team Control Helden liegen mir oft und mit denen habe ich auch oft viel Impact. Doom ist okay, in dem Spiel war es aber eh, da wurde mir eh gestompt dann relativ, das war schon viel, im, machen konnte er nicht, aber. Ja. Only 10 seconds. So war's halt. Shaker ist durchaus eine Option, sag ich mal. Muss es nicht am Anfang sein. Ich weiß nicht, was mein First Pick ist. Ich weiß es einfach nicht. Und ein Support. Was hast du denn für, was hast du überhaupt für geplant jetzt? Gar nichts. Spaß. Gar nichts. Gar nichts geplant. Nicht immer so solide, viel so viel Basil. Solider. Machst nie was verkehrt. Kannst den zweiten Support immer noch abstimmen. Gyrocopter, sehr guter Laner, immer stark. Ja, meine schönen First Picks sind alle weg. Their turn to choose. Phoenix First Pick. Okay, ich hoffe, dass sie es nicht counten. Traust du was, Bur? Ich trau mir was, Bur. Er muss ja nicht spielen. Nein, ich warte, ich hoffe jetzt darauf, dass sie es countern, dann counter ich sie mit meinen Laning. Okay. Aber wir gucken mal. Das hat mich jetzt nicht überzeugt, aber schauen wir mal. Ich glaube, es ist eine Idee. Oder das ist mein Phoenix hat immer oder fast immer eine schwierige Laning Phase. Und die kann jetzt fast unmöglich werden. Schauen wir mal. Richtig. Das hat der große Knackpunkt von Phoenix. Phoenix ist halt sonst gut. Mit ein bisschen Farm ist er super. Aber die Laning Phase, du kannst ihn halt im Prinzip komplett ownen. Und das. Soll ich die jetzt schon verraten oder willst du es erst später hören? Kommt auf an was? Du wirst wahrscheinlich solo gegen einen einzelnen Gegner stehen. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Hängt von ihrem Pickers ab. Mr. Aggressive Lane. Ah, moin. Ja, das ist der erste Pick, den ich erwartet habe. Ja, na gut, was erwartest du jetzt noch? Jetzt ist eh wieder alles offen. Nö. Dann sag auch, uns darfst du schon verraten. Jetzt kann noch irgendwas mit der Attack Speed kommen, jetzt kann was mit Ursa oder sowas kommen noch vielleicht. Oder so, der muss man sich auf den Phoenix auch nicht rauf einlegen. Aber mal gucken. Die Idee ist, dass du jetzt Safe Lane Solo bist und wir Aggressive Tri-Lane spielen. Ja, hab ich schon gedacht, dass das so ist. Ja, und dadurch werden picken sie Silencer und Silencer halt schon mal nett nicht der, also nett nicht der beste Hero und Earthshaker auch nicht gegen die Aggressive Tri-Lane. Oh! Ja! Aber Shaker ist verdammt gut gegen Tombstone Zombies. Aha. Bleibt dann so richtig. Musst du nicht neben deinen Tombstone Zombies stehen? Verursachen die Zombies in Echo? Wahrscheinlich schon, wenn du das schon so sagst. Ja, ja. Hurry, hurry. Reserve time. Wir haben eh keine Erfahrung im Aggressiv-Challenge-Spielen. Wird spaßig. Das wird sogar, was möchtest du denn für eine aggressive Challenge spielen? Überleg noch, welchen Carry ich nehme, um ehrlich zu sein. Das ist derzeit mein Knackpunkt. Wenn du halt die aggressive Challenge baust, brauchst du einen, der halt wirklich Druck macht in der Lane. Nein.
der immer gefährlich ist. Sowas wie Sven, Wraith King, wie. Lieber ein Range. Ein Range. Okay, schwieriger. Warblade. Warblade wäre interessant, aber ziemlich dämlich gegen Upshake. Ja, Upshake wäre natürlich nicht das Beste. 5 seconds, hurry, range. Hurry. Reserve time. Guck mal, was du für die Mitte pickst. Kannst du auch eine Viper nehmen. Ich glaube, die Viper wird sogar werden. Dann brauchen wir halt, dann brauchen wir halt was Richtiges, brauchen wir halt auch was Gutes in der Mitte, sowas wie ein Shadowfiend in der Richtung oder ein. Hut und Shadowfiend solltest du nicht mehr in einem Satz verwenden. Viel Spaß. Du mochtest den schon vorher nicht? Ja, und jetzt ein bisschen genervt, aber trotzdem. Der bin ich immer noch ganz so viel. Der ist immer noch stark. Ich glaube, da kann man deine Meinung zum Shadowfiend hast du im letzten Patch schon disqualifiziert, als du ihn da nicht gut fandest. Er wird, wie gesagt, also 6K-Plus-Spieler, oder Vitalik hat es letztens gesagt, hat gemeint so, bevor du Shadowfiend in die Mitte stellst... Du siehst ihn ständig noch, du siehst ihn in den Pro-Dings ganz halt noch, auch noch, auch 6.86 siehst du ihn noch öfter. Wirklich? Ja? Ich habe keinen gesehen. Jetzt auf Shanghai-Dingens. Also ich habe wenig gesehen. In Shanghai habe ich noch nicht so viel gesehen, aber jetzt gerade den letzten, auch kurz vor Shanghai, hast du ihn öfter noch gesehen. Nicht mehr so oft wie in 6.85. Ja, natürlich, das ist immer dieses Meta-Switch. Ich kann noch Shadowfiend so gut, also picke ich ihn trotzdem, obwohl er genervt wurde. Trotzdem noch ein starker Held. Das ist dein Comeback-Potenzial, wo du bist im Schnitt, das stimmt. Du kannst halt nicht mehr so schnell dein Comeback machen. Aber. Oh, klingt das gut, sowohl gegen Tombstone. Das ist das Problem, bis dann natürlich Attacks wie Tombstone und Phoenix O, die sind sehr anfällig, beide gegen Klings. Jetzt noch ein Pugner. Für den Creepifier auf Klings, damit er nicht attacken kann. Yeah. Lustige Idee auf jeden Fall. Soll ich das machen? Ich würde sagen, nein. Unser Line-Up mit Tombstone. Dann noch Black Hole. Viper wäre aber tatsächlich nicht schlecht. Ob wir ihn dann in die Mitte schicken oder auf die Tri-Lane. Mitte ist der, glaube ich, echt gut aufgehoben. Nee, weil ich glaube eher, dass du ihn spielen wirst, Dominik. Wenn wir halt wirklich Aggressive Tri-Lane brauchen, wir stark. Entweder was mit Stun oder was mit einem guten. Was möchtest du als letzten Support? Da brauchst du aber was mit einem Stun am besten, oder? Damit du ihn da hältst. Ja. Das ist korrekt. Was gibt's denn da Gutes? Eine vernünftige Range. Hat ein Bench. Bench ist nicht schlecht. Der Stun hat keine große Reichweite, aber du kommst ganz gut ran eigentlich durch Tombstone und Viper. Slow. Reserve time. Ich glaube, ich werde ein Orakel ausprobieren. Ich habe nicht so viel Orakel-Erfahrung, ich glaube nur so 20 Games oder so. Ich glaube, der funktioniert. Okay. Ja, ist nicht schlecht. Earth Spirit ist auch noch ein Pool. Ja gut, spielst du denn? Ich habe keine Earth Spirit-Erfahrung, null. Willst du in Mitte spielen, Erwin? Bin ich ihn zu schlecht, um ehrlich zu sein. Wir brauchen noch einen Carry. Wir brauchen Carry Mitte. Ja. Ich auch gesagt. Ernie, was ist denn dein Input so ein bisschen? Shadowfiend, Windranger, was fällt dir noch ein? Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Aber. Das wären meine zwei, die mir einfallen würden. TA. Was ist denn mit Alchemistus? Geht es wahrscheinlich gegen Razor nicht mehr so gut. Hm, doch. Alchemist wäre gar nicht schlecht. TA? Alchemist wäre gar nicht schlecht, wenn wir Quest pennt ich jetzt gerade. Annie, TA? TA könnte klappen. Glaubst du, dass TA so stark klappen könnte, dass sie bannen? Weil dann picken ich sie jetzt. Ich glaube nicht, dass sie bannen. Nee, bannen werden sie nicht. Das ist nicht so offensichtlich. Das ist... Ich fände Venge nicht schlecht. Oracle könnte auch funktionieren. Venge hat den schnelleren Stun. Mit Oracle musst du erst... Channel. Ja, wir spielen meinen Oracle üben und wir sind hier zum Üben. Außerdem ist Oracle derzeit der absolute Meta-Pick. Außerdem finde ich, dass Disarm auch ziemlich stark mit Egg und Tombstone. Dass ich einfach sagen kann, du kannst nicht angreifen. Ja, Oracle ist stark, auf jeden Fall. Gut gesehen, auf jeden Fall, das ist nicht spannend.
Also Martin, das willst du nicht als Gegner haben, weil ich glaube, deine Lane ist jetzt irgendwie noch offen. Schau. Wir werden erstmal so lane. Ja, das Silence also ihnen fehlt ihr klassischer Offlaner, den sie James haben, müssen wir überlegen. Clockwork ist in diesem Fall nicht so gefährlich. Weil reingehen ist für Hunter? Aha. Ich glaube sogar, dass es ein Centaur Warrunner werden könnte, was sie, also was gut für sie ist, aber sie werden es nicht picken, weil sie nicht daran denken. Ja, also Lux ist auch noch. Lux finde ich nicht gut. Nux fände ich tatsächlich, finde ich. Na, wo sie ein bisschen klingt. Task ist noch drin. Ich nehme Task raus. Den Hero könnten sie ja vielleicht sogar noch denken. Obwohl es auch mit dem Shaker. Slada. Nimm Slada raus, ja. Verkauft und Slada raus, ja. Und der Punchpick. Line-up mit Putsch wäre ich auch ziemlich witzig. Wenn das spielen würden. Was, Putsch? Ja. Also jetzt nicht in dem Game, aber generell. Wir haben jetzt von diesem, wir haben Spaß eh schon wieder umgeschwenkt auf wir tryharden. Ja, wir sollten schon was Vernünftiges spielen, sag ich nicht. Spaß, ja, aber das ist ja, wir müssen auch die Teamkommunikation stärken, indem wir Spaß haben. Teambuilding nennt sich das. So. Durfi! Oh. Die ist dann schon wegen. Schluffy hat nicht so viel Freude gegen den. Gain of Pain vielleicht. Ich finde alt. Ja, Knuffhain gegen Silence. Und euch jetzt links. Ich finde die eh noch immer okay. Slark kann nicht Viper Ulti purchen. Just saying. Also außerdem, du bist ein Orakel-Spiel, Simon. Ja, ne. Kann schon funktionieren so. Smoke mich zu 5 runter. Okay. Okay, time to forget the myriad external pressures and life stresses that have driven you to blot out the pain with video games. Let's play some Dota. Dota. Angst Potter? Warum hast du, wer ist Potter? Dein Ernst? Wer ist Harry Potter? Irgendein Zitat wahrscheinlich. Ach so, es ging um so ein Zitat. Aber ich weiß es nicht. Setz ich jetzt mal. Wir haben keinen einzigen Stun. Das ist schon nicht so. Ja, einen starken Purge. Könnte eklig werden gegen Klings und Slug. Kein Stun ist ein bisschen. Schwierig. Kauft jeder Becher. Wenn das Egg explodiert, geht sogar durch BKB. Also ja, wir haben schon einen Stun. Wartet mal bitte 6 Sekunden hier, dann stun ich euch. Wartet mal kurz. Ne, derzeit können wir einfach stationäre Fights an den Tower nehmen, ohne dass sie uns wirklich extrem aufhalten können. Durch das Egg und durch den Dumpstone auch dann. Außerdem gucken wir mal, wie sehr wir die Lane-Phase verhauen bzw. gewinnen. Prinzipiell muss man sowas aber trotzdem, das ist eine Sache, die nicht passieren sollte. Das ja, aber sie haben eigentlich auch nur den Fischer. Wir haben auch nur eins dann. Ja, aber trotzdem, ja, ist das prinzipiell genau. Sollte man das schon ein oder zwei, das ist schon sehr sinnvoll. Das wir können es halt nicht so abusen. Probieren jetzt was, aber prinzipiell hätten wir schon entweder mit dem statt des Oracle halt sowas wie Venge nehmen sollen oder statt der TA sowas wie Windranger, das wird dann da die Möglichkeiten haben. Für so viele Sachen ist es schon wichtig, aber naja. Windranger wäre tatsächlich besser gewesen, ja, hast du recht. Nur, dass wir sowas halt, sowas im Auge behalten. Haben wir es gesagt, die Jungs? Noch nicht. Da ist der Razorman schon mal.
Und da ist der Klicks. Tatsache. Let's go. Let's play some Dota. Once again, Digital Sports. Mockt, was ist denn da passiert? Lasst ein bisschen zusammenbleiben, wenn ihr schon smoked, dass wir nicht zu weit auseinander sind. Ja, okay. Wir warten hier. Naja, okay, aber ich sag's im Prinzip. Und Viper geht vor. Also, Boomstone oder DK? Boomstone. Warte erstmal noch ab, oder? Ja. Los, ja. Noch ab. Kannst du noch abwarten. Ich mach Fort Saint auf jeden Fall fürs. Gehen wir unten lang? Nee, direkt so. Weiß wer. Und ist gestunt. I'm leaving. Tatsächlich nicht. 30 seconds. Ja. Ja, ich place the ball. Was hier im Baum? Schön. Wir holen uns das Ding. Mini kann sich vielleicht sogar nach oben holen mit dem Dive. Glaube ich nicht. Let this meditative reflection on the fleeting nature of life begin. Etwas nicht mal. Annie, willst du den Midlane-Ward haben? Ja, gerne. Du brauchst keinen. Fabian, wo gehst du hin? Platziere den Ward. Ah. Dass ich nicht gesehen werde. Lass mal den Range-Shift vorne. Okay, Silence ist Mitte. Kommt wahrscheinlich nach oben, weil die Rotation sagt jetzt auch. Kommt nach oben, sage ich. Ja. Zustimme. Achso. Sorry. Sollen wir pushen? Fahren wir mal unten. So. Gucken wir mal die B. Wir können ihn jetzt scoren. Go mit Sentry und Tum. Autsch. Dann kommen wir zum Ball, bitte. First Blood. Nice. Oh. Dann einen Fehler gemacht. Okay. So. Dieses Ding-Build als First, Fortune's End, muss ich mich noch daran gewöhnen. Das macht, kostet ja richtig mal. Ärgerlich. Ärgerlich. Hast du die Smoke gekauft? Ja. Super. Dann lass uns jetzt die Runde mit Rune noch abwarten. Und dann bürgern wir die Midlane. Oder Top. Nichts. Lassen wir legen. Wollen wir smoken? Warte, smoke hier. Jetzt. 8 Sekunden bis Tomb. Der Klingst pult. Ja, lass ihn. Achtung, nicht den Tower einschlafen, das Smoke auf. Ich sehe den Shaker nicht mehr. Schon eine Weile. Okay, jetzt. Go. Eine Sekunde gestunt. Schön. Silencer ist weg. Ja, mit ja, unserem Kometen dafür ist schon okay. Also, dass er gestört wurde, ist vielleicht nicht so gut. Shaker ist wieder da. Geht. So, wir kaufen uns jetzt da. Ja, lass mich nehmen bitte, zum Harassen. Jetzt mal auf der Lane. Du kannst ihn auch, du müsstest ihn doch allein zonen können, oder Dominik? Ja, er hat sich bisher noch nicht viel gezeigt, er hat gepult. Aha, okay. Soll ich eher Early Fight Build machen? Schau mal, ne? Sonst werde ich Midas kaufen. Kauft ihr den Midas? Sehe ich nichts Verkehrtes dran. Silence haben wir noch Miss. Shaker immer noch oben. Ich würde sagen, den nächsten Punkt gehst du wieder in Ding. In Tomb. Silencer ist wieder da.
Wie schlecht geht's dir oben? Martin? Jetzt geht's inzwischen wieder, ich hab mich ein bisschen erholt. Da ist Klinks. Ich krieg halt nicht viel Farm, weil ich nicht nach vorne gehen kann. Wenn ich einen falschen Schritt mache, krieg ich Fische und Lars wird mit tot. Stimmt, ja. Das wollten wir eigentlich nicht. Tja. So ist kriegst du gerade eine Smoke geliefert? Ja. Kann ich mir Bottom-Runde holen? Aber ich krieg ja, XP, ich was an Phoenix auch sehr gut ist, von daher. Viel mehr, als ich unten kriegen würde. Wahrscheinlich, aber oben. Ich sehe weder Shaker noch Silencer. Ich glaube, dass Silencer hier in der Ecke steht. Silencer ist noch da. Shaker aber ist schon lange nicht mehr gesehen. Er wird wahrscheinlich in der Mitte hier so stehen, um TA halt einmal zu. Na, ich glaube, der ist gepult in der Seite. Irgendwie ist das komisch. Ja. Razor, Shaker ist hier. Komm, lass mal unten rum. Klinks. Unten rum, so rum. Noch ein Blast oder Sentry. Gut, super. Benches. Lauf. Aber keine Boots. Ich hab Boots, das reicht dann schon. Mach einfach die vollen 2 Sekunden durch. Und zack. Violator. Das ist schon schlimmer als ein Stun, oder? Also im Early Game zumindest. Das ist schon ziemlich lächerlich, muss ich sagen. So. Ist ja beides. Dass du von der Seite kommst und dann einmal das aufziehst. Go, ja, Oracle ist stark. Auf jeden Fall. Ups, die schleichen sich an der Seite. Wie viel Damage hat der jetzt? 44 extra. Sind immer noch alle drei oben? Sogar Vision. Wir sollten. Hast du Level 3? Guck, hol die Level 3 bitte, Simon. Simon, hol die Level 3. Ja, ich. Simon, nicht weglaufen von deinem XP. Was ist weglaufen von deinem XP? Ich geh jetzt. Da farmt gerade Viper. Stein neben. Hol die Level 3. Fucking Ancient stacken. Warum? Für TA? Nicht so schlecht. Will ich Level 3 jetzt? Aber ja, du hast recht. Das ist eine bessere Bounty-Rune? Na, fast. Ich komme. Oh, ja. So, jetzt hol Level 3. Und dann kaufen wir uns die PS und zerstören Top. Mid Tower taking damage. Oh, Mitte. Können den töten. Hamster. Looks on you. Und nicht. Nehmt ihr mal das Ding weg, die Refraction. Schaut. Die zwei Traps stehen auch schon ewig dort, oder? Nee. Okay, warten. Haben sie schon die volle Ladung? Mal schauen, oder? Ja, nach 2 Sekunden oder sowas. Ja, finde ich ja. Ich weiß nicht genau, wie lange dort die volle Ladung braucht, müsste ehrlich sein. Ich dachte, es waren 5 oder 10 Sekunden oder so. Ja, kann auch sein, 5 Sekunden vielleicht. Wir wollen auf jeden Fall in der Mitte kämpfen. Wir haben Thumbstone noch. Ich stelle ihn am meisten weit genug weg von den Supports, den Thumbstone, wenn wir kämpfen, okay? So, dass sie hinlaufen müssen, weil dann kann ich sie nämlich stoppen. Unten, wie läuft's? Links weg nicht so viel. Das ist schön. Das wollte ich hören, um ehrlich zu sein. Level 6. Außer Experience halt. Das ist gut. Das nächste, was ich hören wollte, ist, dass Martin Level 6 erreicht. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass die Lustigen hier nicht mehr oben auf ihrer Lane stehen. Schön. Da haben wir auch sehr fair Shake und so zu sehen. Kannst du kommen? Ja. Wir können eine Mitte Tower Pressure ein bisschen, hätte ich gesagt. Weil die zwei Supports sind beide runter TP, die können jetzt nichts tun. Und theoretisch, Martin, du stehst aber gegen Slark solo ziemlich stark, oder? Okay. Muss ein bisschen aufpassen. I'm fine.
wieder das Max Level Plasma Shield. Alter, ist der schnell. Ah. Ach, du hast noch gar keine Boost. Ihr macht den! Mach den! Sentry! Krieg man nicht. Ja. Also, was sind denn meine Boots? WTF halt echt. Was sind deine Boots? Also, du hast alles andere gekauft, bevor die Boots. Nee, ich hatte schon meine Items. Vor ein paar Minuten, aber. Das lag sehe ich nicht. Don't Curry. Oh, da ist er wieder. Viper? Viper ist fein. Viper nimmt nur das Gold weg. Netter Typ. Ja, cooler Typ. Cooler Typ, diese Viper. Ich hab keine Detection mehr. Oh, das ist nicht so gut. Warte, ich kaufe. Warte. Reuse-Mittel. Also, Entschuldigung. Alte Gewohnheit von so Lucio-Spielen. Das ist richtig schlimm. Ich geh mal oben zur 10-Minuten-Rune. Ich geh oben zur Rune. Aber unten, okay. Razor ist unten auf dem Weg zur Rune. Brauchst du die Rune wahrscheinlich wieder? Ja. Kommt davon. Arcane-Rune? Ja, den nehme ich mir. Ich kann nicht auch einfach. Ja, also, oh, nein, brauchst du gar nicht. Der Klings kommt zu euch. Klings ist auch noch da. Wir haben mich gescoutet. Kommst du runter, Martin, jetzt? Ja. Dann bait ich dir noch ein bisschen, indem ich hier schlecht stehe. Oh mein Gott, ich stehe schon schlecht. Gold mich. Was tun die? Habt ihr euch gezeigt? In der Mitte ist die Razor wieder zurück. Warum sollten die Lengwart haben? Ich muss schon unten dabei jetzt. Wenn Phoenix da ist. Stationärer Fight. Ich hab die Creeps rübergezogen, das haben sie mich eh schon gesehen. Ja, dann holt den Tower jetzt, oder? Ja. Hatte ich das nicht vor einer Sekunde gesagt? Shakers hier. Ich zieh mal die Creeps zur Seite weg. Razor kommt unten. Ja, die Detection ist irgendwie noch im Curry und ist noch nicht angekommen. Mach wohl den. War ich nicht so geblockt. Hä? Ich komme. Ja, du solltest dann irgendwann klicken. Ja, ich hab noch Mana gehabt. Nach dem Ding. Ich komm doch nicht. Nee, ja, das hab ich so spät gehabt. Das hab ich das nicht verstanden. Ich dachte, ich wäre die Silence schon gewundert. Das ist aber ein Fehler. Oh, der stirbt. Nein! Boah, ich schon an. Ich hab mich verklickt, das weiß ich warum. Ich dachte, warum nutzt er die Mango nicht? Ich hab mich verklickt. Ich hab ein bisschen auf die Multi-Relight, das muss ich zugeben. Ich hab ganz halt geklickt und dachte, warum macht er die nicht? So. Bottom Tower being attacked. Der Silencer ist hier. Silencer ist hier. Ja, der Ward ist hier. Der Klings hat Double Damage. Max Silencer hat Power Trails. What? Ach, bitte. 330. Silencer geht nach oben. Bitte kriegen wir vielleicht. Sind zu dritt oben. Aber sollen wir kriegen. Ja, ich komm. Razor hat schon zweimal sein Staging Field, Plasma Field gemacht, ohne was zu sagen. Dominik, wo bist du gestorben? Warum? Warum gehst du drauf? Ob es nicht deine Welt. Oh Gott, jetzt erfahren und dann kamen gleich drei Gegner. Push mal unten, wir pushen hier in der Mitte. Der ist nicht unter Push hält. Ja, aber nur kurz fair, wenn sie woanders noch unterwegs sind. Wir haben das Eck jetzt eigentlich noch, oder? Wir sollten top den Fight nehmen am Tower mit dem Eck. Jetzt. Mein TP ist mit dem Eck unterwegs, ich kann nach oben TPen jetzt. Jetzt. Okay. Das leuchtet schön. Jetzt können wir oben den Tower rein. Irgendwie ist Annie alleine verloren in der Mitte. Ja. NTP.
Könntest du das als Meteor wirklich angewöhnen, Henny? Dass du zwei TPs kaufst und in die Lane gehst. Wäre eine Idee, ja. Komm sofort. Aber da wärst du ja 6k und nicht 5k. Wir wollen ja nicht überperformen, oder? Alle mit. Ja. Die dodgen unsere Fights. Warum tun sie das? Wir wissen, was sie tun. Das gefällt mir nicht. Die dodgen nicht die Fights, sie nehmen unsere Champion-Objectives. Das stimmt. Die dodgen die Fights. Sie hätten nach oben fighten können gegen das Objective von uns. Ouch, Silence durch bitte. Der Slug hängt mir dran. Hängt mir Wolf über. Kann dir gerade nicht helfen. Slug finden? Krieg ich nicht. Ja. Wir haben halt schon wieder kein Eck gehabt. Ja, wir haben wieder kein Eck gehabt, das ist richtig. Ja, war gesilenced. Ja, danach, davor. Danach, davor. Slug trifft, oder? Dann habt ihr. Jetzt töten sie auf das Eck einfach. Ja, aber den Stark kann ich nicht feuern. Und den. Die eh noch wegkommen? Nein. Du kannst, glaub ich, stören? Nicht? Nein, ja. Ich hab 112 Schaden gestohlen. 12 ist natürlich viel. Oh, das wäre sich vielleicht so. Oh, ich bin so dämlich. Ich vergesse immer, wie viel Rage das Spell hat. Es tut mir leid. Razor war tot. Ich brauche eigentlich irgendwas gegen Silence, aber es ist extrem ätzend. Duels. Ja, ist aber auch. 2,5 Sekunden. Ja, das reicht aber. Du kannst ja auch ein Manta-Style bauen, wenn das lieber ist. Das ist das Problem. Wenn du dich heulst, danach hast du kein Silence. Ja, genau, aber es hat 2,5 Sekunden. Ist halt nichts instant, weil oft ist halt das schon ziemlich. Muss mal schauen. Gut. Drop Tower under siege. The enemy's frozen tower is frozen. Guter Tisch. Läuft er weg. Er läuft weg. Können wir holen? Nein, wir können nicht schauen. Oh, das Parfing. Oh, I hate you, Parfing. I hate you so much. Ultimate. Jetzt mein Ulti wieder da. Die kommen oben, Achtung, es könnte Klings schon da sein. Klings ist wahrscheinlich. Oh. Oh, jetzt fehlt er gerade. Wir müssten jetzt eigentlich Objectives nehmen. Das wäre eigentlich die Idee von unserem stationären Fight, dass wir uns vor einem Tower hinstellen und sagen, we fight you. Wir sollten den Silencer killen. Klings ist da. Ah, oh, ich bin falsch schon genug. I hate myself! Willst du die Smoke kaufen oder gehst du? Oder ich hab ne Smoke noch mit. Ich kann die Smoke. Ja. In meine Richtung? Ja. Gehst du Klings? Ja, oder Klings vor. Hm.
Könnt ihr mich vielleicht nicht beschützen? Wurde gerade verraucht. Was ging? Da war uns das dann. Habt ihr ihn alle gesehen? Morgen okay fight dafür, dass TA halt geburstet wurde. Ja, haben 3 gekillt. Die beiden Cores auch. Schon okay. No one goes to them top tower. It needs to learn to defend itself. If enemies attacking your top tower is what you desire, please come back. Der ist low. Lol. Ja. Der Text mit Slow ist richtig cool. Was ist TP? Das ja. Achtung, unten ist auch der Silencer. Gesehen. Glück gehabt, dass ich meinen Ulti noch kurz vor dem Silence rausgekriegt habe. Das ist ein bisschen das Eklige. Eigentlich möchte man den Kampf noch ein bisschen mehr vorbereiten als Phoenix, aber 2-3 Files habe ich gerade noch rausgekriegt. Egg ist instant, oder? Egg ist ja. Instant. Du kannst vielleicht Silence. Ja, aber es hängt auch an, ich bin ja nicht mitten im Kampf. Ich muss ja auch irgendwie ein bisschen näher kommen. Dann mache ich ja den Dive. Und letztes Mal habe ich gleich mitten im Dive mit dem Silence erwischt. Dann dive ich zurück, einmal im Kreis, stehe irgendwo. Aber wenn wir machen. Eh schon im Fall sind, also ich weiß nicht. Das ja, es hängt auch ab, wo ich stehe. Inwiefern man da gute Reaktionszeit braucht, wahrscheinlich schon ziemlich. Dass du dann auf Silence hast, weil er muss ja einmal den Arm so runter machen, bevor er die Ulti macht. Ja, ja, es hängt davon ab, wie ich halt stehe, wie weit ich weiß. Was ist gewordet? Das ist das Problem. Die Rune. Okay, komm mal her. Was hast du, sind die noch immer nicht gefahren worden? Nee. Was? Ja, ich mach die jetzt. Jetzt. Das ist ja nicht so der Riesenstack, aber. Ich dachte 3 oder 4 Farben war das schon. Wenn wir sollten dann dahin, ist das dann relativ schwer zu stacken. Entscheidet ihr. Ja, das hat er vorher schon. Kommt einer. Your bottom tower is under attack. The Kings. Heil dich gleich. Ist meine Brüttel unterbrochen. Nice. Voll. Und now I see how much your own towers mean to you. Und du hast volles Mana. Wie? TP in die Mitte. Keine TP. Okay, ich komme. Nee, Kings ist da, gleich. Achtung. Mal über. Shaker, der Kling. Oh, das ist vielleicht nicht ganz so cool. Achtung, Achtung. Mhm. Okay. Baut sich das BKB. Das ist, ich brauche einfach die Instant Dispel vom Silence. Ist das ran für die Dinge? Wo bist du denn? Yay! Was denn? Ja. Hier oben mit der Wand, hier ist ein Wort. Ja, wir haben jetzt richtig zerstört gerade. Schade, ich bin ein bisschen näher gewesen wäre. Ich kann nicht reingehen, wie ein Kingslider, sonst wäre ich auch reingegangen. Ah, da ist die Wort von denen. Ja, da ist noch eine, den. Ja, ich mach den anderen auch noch. Der Typ war ja lustig jetzt. Schade, ja, schade, dass ich nicht ein bisschen näher gewesen war schon. Ist ja super gewesen. Dann Fire Spirit drauf. Ein gutes. Das Hardcamp hier oben weg? Ne, ich hab noch meinen Myers deswegen. Hm. Wäre schön, wenn wir Roshan jetzt eigentlich holen könnten, einfach. Hm. Jake hat schon Blink. Ja. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Werdet's mir?
Ja, stimmt, scheiße. Ich weg von hier. Greif sie an, ja, sehr schön. Kriegt der Silencer, greift das Eck an, sehr gut. Nein! Oh, schade. Der war close. Noch nice! Hat er noch die Urn drauf und die Fire Spirits. Noch den Weg in die Mitte mit Hail. Go, go, in die Mitte. Ja, schafft go, go, go. Nice, er ist tot. Gut, das kann er jetzt nicht. Er ist trotzdem tot. Ja. Und Schlag. Die Urn First Lines vielleicht nicht im Play. Stimmt. Da wo meine Right Clicks auch nicht mehr machen. Das Urn macht viel mehr. 150 Pure Damage. Ist. Und der Fire Spirit, den du hattest. Hatte ich noch welche? Ja. Echt? Also er braucht auf jeden Fall ein BKB. Ja, ich weiß. Ja, der Fight wäre auch besser ausgegangen, wenn du zu mir gekommen wärst. Ich hätte nämlich die Range gehabt, dass ich dich promise. Und ich glaube, dann hätten wir es wahrscheinlich leichter gewonnen, den Fight. Macht Fast Promise eigentlich irgendwie übrigens? Nee. Was? Kannst du wieder reingehen und das Rausch machen, bitte? Ja, endet hier genauso, oder? Warum? Ich habe jetzt Glimmer Cape. Achtung! Lass mal einen großen stehen da. Okay, passt nicht schon. Ich hab Ulti wieder ready. Oben ist links. Bist du jetzt gerade so reingelaufen? Ja, wir haben den Zielfass down. Oben klingt es nach oben, unten ist der Shaker. Ja, nicht, der kommt. Hier ist ein Wash. In the bay. Insecurities in their own perspectives. So. Gut, dass ihr das gemacht habt. Ja. Lecking war fast fertig. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns den Tier 2 Meter. Mit der Aegis. Dragonlance. Wirklich, Butterfly und BKB. Interessant. Hat überhaupt was Neues auszuprobieren? Dragonlance ist super auf Viper. Habe ich auch schon aufgebaut. Hat dir scheinbar in deinen Spielen nicht so viel geholfen? Hm? Hat dir scheinbar in deinen Spielen nicht so viel geholfen? Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab dir gesagt, es tut mir leid. Ich bin auf dem Weg in die Mitte. Links ist da rechts. Aufgehalten. Ich hab keine Detection gerade mit und wir haben wahrscheinlich Dingens nicht hier. Von rechts kommt Silencer, Slark ist immer nach unten. Ja, warte ich mal. Wie bist du hier reingeraten? Oh, du hast dich selbst eingeblinkt. Jetzt können wir beides mal nutzen. So, jetzt. Jetzt ist einer. Komm mal drauf. Ja, ich bin weg. Ich promise dich, wenn es losgeht. Versuch Silencer rauszunehmen als erster. Das Group mal nicht so sehr mit wegen Schenken. Ja, aber. Ich bin wieder. Ich hab bei mir den Stark. Kurz raus und dann rein wieder, rein. Hier ist der Stark noch. Ich komm nicht vorbei. Hier, Hilfe, bei mir. Na gut, das verstehe ich. Ja. Die
wieder unten. Einfach Tower. Okay. Haste. Oh, Haste. Ja, gehen wir auf den Tower. Ja, Tower auf jeden Fall. Oh, verschlafste. Ich bin so angesprungen. Kannst du die Haste purgen, oder? Ich kann die Haste purgen, ja. Ich kann auch Silence von euch purgen, wenn ich leben sollte. Also wenn ich nicht gesilenced sein sollte. Das ist das wahr. Bist du? Weg. Go. Fuck. Ja. Was scheiße. Er nicht wie der Hund. War wahrscheinlich jetzt besser so, dass du da drin stehst und ja, nicht bei uns draußen. Dann lief der Plan doch ganz gut. Erste Camper. Oh. Ja, es war wieder mein Genick. Security Grave noch nicht da. Your middle tower is under attack. Ich bin halt richtig ineffizient, wenn ich irgendwie mitschauen soll und Erakli spiele. Wenig Erfahrung auf diesem Helden. Merke ich gerade extrem. Wenigstens gleich mein BKB fertig und kann dann mal zum scheiß Silence raus. Das ist der Wahnsinn. Mach das nicht nochmal, bitte. Nächstes Mal müssen wir Silence davor bannen, wenn wir Phoenix haben wollen. Ich finde auch immer, dass das Jules besser wäre als die BKB. Nee, manchmal braucht das auch instant. Das Jules bringt mir okay. Sonst nicht viel. Oh, ist ja Double Damage. Keine Double-Damage mehr, Bro. Alles gezündet. Oh, Schlag hat mich gerade von hinten. Der hat meine Ulti. Aber ich muss ihn treffen. Der hat vor dem Arsch. Nein! Auch nice. Übrigens, auf Dragonlance finde ich auf die eh interessanter. Also vor dem BKB quasi, dass du sagst, du baust die Dragonlance dann ins BKB um. Dafür ist das Item auch gedacht. Also wenn du schnell das BKB brauchst, hilft es ja für nichts. Wenn du es dann schnell brauchst. Das ist ein gutes. Ich finde, bei TA hätte ich auch schon drüber nachgedacht, aber TA braucht den Blinkdagger, der so leicht, das ist irgendwie so. Wenn man schnell das BKB braucht, dann ist es schwierig. Man kann das manchmal. An TA ist halt gut, weil man denkt, so die Schwierigkeit ist halt die Range. Da hab ich da eine Ecke noch erwischt. Ja, wir können fighten. Wir können fighten, ja. Dann nehme ich vor den Slug, schützen müssen. One doesn't kill. Nice. Schöner Blink. Jetzt folgt auf den Tower. Nein, ich bin schon großen Enemies bottom tower is fallen. Etwas Angst vor Kings. Like those odds, do you? Wasted word, I'm sorry. Oh, würde ich gerne ein Game kaufen. Nächstes. Wieder? Ich baue Shiva's Guard als nächstes, sage ich. Das ist gut. Jules-Zepter ist in der Tat nicht schlecht. Manche Sachen, man hat den Vorteil, dass du auch, wenn du es nicht defensiv brauchst, kannst du halt, bevor du Follow's Egg machst, einen Gegner noch julen und halt damit verhindern, dass er irgendwas macht. Also es hat schon viele Vorteile, aber in diesem Fall
brauche. Theoretisch könntest du eingeben, Silencer Yule und dann Eggen nehmen. Ja, wenn ich wenn die Situation so eintrifft, wäre super, das stimmt. Das wäre dann super, in der Tat. So, haben wir alles ab? Ich habe irgendwie ready. Lass uns oben jetzt langsam so ein bisschen rangehen und sagen, hey, wir sind da, wir wollen eure Tower. Moin. Wer kann das purgen? Oh ja, klar, das ist purgen. Zack. Sehr schön. Dann lass uns den zweiten Tower jetzt mal Tower. Du hast ja mal einen Creep übrig für meinen Midas, damit ich nicht durch die. Bleib hier. Der durch die Welt laufen muss. Yes. Oh, okay. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil der Klingster gerade herkommt. In der Seite ist. Der ist der Schenker. Au, klingt auch mir. Ja, aber trotzdem. Nice. Ich weiß einfach aus dem Kopf für uns. Weil sie irgendwas. Wir haben keine Silence, wir gehen weiter. Der Shaker macht Echo Swarm, oder? Müsste er. Nee, hat er nicht. Hat er benutzt. Er war da vor mir reingeworfen. Ohne Grund. Also hat niemanden getroffen damit. Doch, mich ganz leicht. Ja, aber er hat irgendwie. Okay, da stimmt. Deswegen habe ich gewundert, es hat mich keinen vernünftigen Impact gehabt und was. Wo ist das? Sollte sich mehr overextenden. Kann ich nicht heilen und wegbeeren? Können Back und Roshan machen. So schon ab? Bald. Ich hab Timer gemacht. 26. Chasen euch? Ja, könnte das. Minup. Minup TP. Minup. Report me. Ah. Nicht das. Boah, ein bisschen mehr Leben. Achtung. Okay. Oh, fuck. Tschüss. Da ist jemand tot. Die wollten gucken, ob Roshan ab ist, jetzt nicht mal, weil sie hier zu viel sind. Aber das war eine Smoke, oder? Ja. Ja, gut. Eine Smoke für unseren Undying. Und Roshan ist nicht ab, das ist gut für uns. Die warden jetzt hier nicht. Wo wardet er denn? Hier steht der Ward. Ja. Wurde er hier gekommen? Meine Razor-Illu kommt hier nach oben. Ist das eine Illu und das der echte? Links ist der echte. Hier ist die Illu steht Stark. Die Illu steht im Bushpit. Dark gesagt. Ist das auch schon gespawnt? Wirklich. Echt? Dark ist hier. Kommst du runter, bitte? Komm mal, ja. Kannst du das Egg hier oben platzieren? Über der Klippe? Wartet noch. Bisschen auch nicht so lang. Können einfach Roshan klauen. Ich will das Eck hier auf der Klippe dann haben. Und ich einfach Roshan beenden? Ja. Ja, geh rein jetzt. Du gehst rein und Martin guckt dann. Ich hab alles ready. Ich hab auch dann. Kabin. Wir brauchen ja auch ein Vision da drinnen. Das ist Detection. Da sollten sie hier nicht aus. Kommt von unten. Der ist links ist hier. Pass auf, links ist direkt. Okay, zwei Cores sind noch nicht gegangen. Achtung, der Eggcore. Okay. Silence ist der einzige, der das Egg attackt, das schafft er nicht. Und Silence stirbt. Schön, Portos, Push. Geht gleich durch. Ist weg. Also, wenn Slark und Klings mich fokussen, ist es halt schlecht für die Gegner auf jeden Fall. Weil, ja. Das ist immer, wenn sie halt das so. Sonst machen sie es halt auch gerne auf mich. Und wenn sie auf dich machen, das geht aber ganz gut, wenn sie halt, brauchen sie doch ein bisschen Zeit für. Also ganz ehrlich, die Aetherlands hätte ich jetzt in deinem Fall auf jeden Fall nicht gebaut. So?
Jeder meiner Spells kriegt mehr Range. Ja, aber du kriegst sie nicht, weil die Spells raus. Naja, weil ich gegoat werde, aber das ist ja für mich. Naja, trotzdem, dann. Über Cape und Easy. Oder für dich sogar ein Jules. Wahrscheinlich, ja. Weil das auch gegen das Silence wichtig ist. Was bringt denn ein Item, das deine Spell Range erhöht, wenn du die Spells nicht rausbringst? Das stimmt, da hat er recht schon. Aber sagen wir es mal so, besser sie goaden mich, als sie goaden. Ja, aber wenn du es halt unterbrechen kannst, dass sie dich goaden, wenn sie erst das Fokus und dann das Ziel wechseln müssen, ist es noch effektiver, als wenn du tot bist. Korrekt. Hat Simon schon recht. Das Lager ist top, wir könnten. Wollen wir oben kämpfen? Ich kann nach oben kommen. Ja, ich stelle mir Thomas. Lieber Bottom fighten. Lass doch Bottom fighten. Ne, ich frag nur. Er TP'd. 15 Sekunden noch weg. Warte, was ist das? Ja, das war das Eckel. Haben wir den Game schon? Sie kommen. Kommen, glaube ich. Ja, ja. Und der Vision. Und das Zimmer. Nur den Dust. Unten ist der Razor. Ich hab Ulti ready und alles andere. Schade Ding. Ich brauch noch ein bisschen. Jetzt hab ich alles besser rausbekommen. Ja, du warst doch direkt in den Fight. Das sollte es ja auch nicht sein, logischerweise. Das ist noch immer so, dass ich nicht im Feind sein sollte. Nutzt mal die Illus. Mit, nimmst du ja Geist, ah, jetzt tot. Ja, wir können Rex holen und Mitte wahrscheinlich sogar noch. Also, ich hab GG geschrieben, keine Ahnung, wie sehr sie sich daran halten. Hacken Echo? Anscheinend nicht sehr. Merke ich, ja. Oh, okay, vielleicht doch. Weg. Vielleicht doch nicht. Ich dachte GG, was denn nun? When last we left our heroes. Monster kill. Hier, Benny. Aber Mitte pushen jetzt. Haben wir eher. Der Tower ist fast tot, also wir können auch die Megas noch holen. Der brauchen wir aber nicht, weil wir eh die. Ja, aber es dauert einfach zu lange, mit den kleinen Creeps die 2-4 Tower wegzuprügeln. Ich glaube, die spawnen ja dann erst in 30 Sekunden. Und dann brauchen sie eine Minute über die Map. Ich glaube nicht, dass sie schnell so lange brauchen. Okay, also wenn hier ein Mega Creep kommt, habe ich gewonnen. Okay. Warte mal, ich kann das beschleunigen. Hm. 5 Sekunden spawnen die ersten Mega Creeps. Nein, da ist die erste Mega Creep Runde. Ja, umgekehrt wäre es eigentlich, wenn der Dings wäre schon tot jetzt. Ah, aber sie sind hier. Sie. Ja, aber der Thron wäre jetzt ja schon tot. Ja? Ja, er ist schon tot. Ja, Simon, stirb! Ja, stirb! Das ist nicht so. Ah, ich hab Glück gehabt, dass ich meinen Midas doch einen guten Timing bekommen habe, sonst hätte ich meinen Sicher wieder nach ihm bekommen. Ja. Deswegen ist auch noch ganz gut geklappt. Die ersten Kämpfe ohne BKB, das ging ja Silence in extrem eklig gewesen. Was soll man sagen? Das ist leider Ping gar nicht. Ich XP noch und ich krieg ein Level up. Ja, ich geh dann jetzt mal ins Bett. Jo. Servus. Jo, servus. Bis dann. User disconnected from your channel. Gute Nacht, ciao. User disconnected from your channel. Ja, dann füllt du auch noch dann die Zeiten aus und dann können wir ja mal
Ja, können wir machen. Wir schauen wegen den Termin nächste Woche. Gut. Ich wünsche dir noch viel Glück. Ich mache vielleicht erst noch die 5K. Keine Ahnung. Mal gucken. Ist immer ein normales Spiel. Schauen wir mal. Ciao. Bis dann. Ciao. User disconnected from your channel.